Alles fing klein an mit einem großen Elefanten. Ich malte große, mittlere und kleine Elefanten. Diese Faszination ging auch auf andere Tierarten über. So malte ich mit großer Begeisterung Zebras, Giraffen, Tiger bis hin zum Schmetterling. Beim Malen der Tiere habe ich ja darauf geachtet, die Gefühle, die Emotionen, die Bewegungen der Tiere darzustellen. Während des Malens wurde mir bewusst, wie perfekt die Tierwelt geschaffen wurde. Meine Beziehung zu den Tieren ist, seit ich die Tiere male, sehr gewachsen. Es ist so schade, dass viele Tiere, die ich gemalt habe, bereits in einigen Jahren nicht mehr existieren, wegen des drastischen Klimawandels.